Da kommen Orks. Wir sind bereit, unseren Teil zu erledigen. Mir fehlen so ein bisschen meine Geschütztürme. Markieren Sie ein Ziel und wir löschen es aus. Da kommt gar nichts. Die wollen hier hin, denke ich mal, aber die kommen mir gar nicht vorbei. Weil die viel zu schlecht sind. Alter Falter. Hier kann man das Einheitenlimit wieder erhöhen, ne? Ja. Ich lach mich tot. Was soll das denn sein? Ist ja ein Witz. Ihr solltet das... Achso, wir nehmen das noch ein. Kann ich die irgendwie verschanzen? In Arbeit. So, dann wollen wir weitermachen. Dann nehmen wir mal die nächsten davon ein, würde ich sagen. Wo haben wir denn hier mal die nächsten? Die nächsten sind da oben. Würde ich sagen, wir schneiden den mal den Weg ab. Meine Kameraden werden nicht versagen. Wer schießt denn da? Befehle empfangen. Befehle empfangen. Achso, das Ding. Yasser. Wenn es einen Kampf geben muss, dann lasst ihn uns schnell weg. Irgendwie treffen können die aber nicht, ne? Kann man irgendwie Zielvorrichtungen einrichten oder so? Ja, die kommen eh nicht lebend vorbei. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Betrachten Sie es als erledigt. Betrachten Sie es als erledigt. Ein Warbanner. Raketen haben Ziel erfasst. Da unten sind Orks. Hab ich genau gesehen. Dienste benötigt. Ich baue die alle mal volle Pulle aus. Und... Ach, eigentlich brauche ich ja nichts mehr. Komm. Das war Level 1, das Ding. Theoretisch müsste das eigentlich hier alles schon... Alleine dahin. Eine kluge Entscheidung. Also bisher gefallen die Tau mir ziemlich gut. Gut, ich habe jetzt auch nicht viel Gegenwehr momentan. Muss man einfach mal sagen. Ja, die von hier oben ballern einfach feste drauf. Dann habe ich... Ah, 23.000, ja. Ist ja mal ein Witz. So, wir suchen jetzt mal die Ork-Hauptbasis. Die dürfte entweder hier sein oder hier sein. Ich sehe, dass ich hier gebraucht werde. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Kluge Entscheidung. Wenn Aun war es so will, dann soll es so sein. Ich sehe, dass ich hier gebraucht werde. Da kommen Orks. Die sind sofort tot. Betrachten Sie es als erledigt. Hier ist ein Boss. Hier war ein Boss. Die sind ziemlich geil, ey. Meine Fresse. Gehen die ab, die Jungs. Die gehen ab wie Sau, ey. Alle Systeme bereit. Die sind echt ganz schön krass. Mein Gott. Die Tau. Ich werde über alles wachen. Ich weiß nicht, warum die so krass sind, aber die sind ziemlich krass. Dann soll es so sein. Und ich habe hier noch nicht mal irgendwas Wildes eingesetzt oder so. So gar nichts. Ich habe ja noch den mit voll viel Luftschlag-Orbitalwaffen und so. Ich sehe, dass ich hier gebraucht werde. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Der geduldige Jäger fängt die Beute. Die himmlischen Wachen über uns. Okay, dann kann die Basis nur hier sein. Oder da, wo die gerade eingenommen wird. Habe ich hier noch irgendwas, was kämpfen kann? Der kann kämpfen. Oh, jetzt ist sie weg. Na, egal. Ach, die schon wieder. Scheiße.
einsatzbereit. Kampfanzüge. Das wird nicht schwer. Los geht's. Irgendwo müssen die ja herkommen, die Orks. Die kommen aber wahrscheinlich von hier. Weil einen anderen Platz gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Einen anderen Platz kann es quasi gar nicht mehr geben. Kampfanzüge einsatzbereit. Bereit zum Bauen. Unterwegs. Kann der Punkte einnehmen? Nee, ne? Einsatzbereit. Nee. Ziele erfasst. Oh, der ist fast down. Alle Systeme bereit. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. XV-23 Kampfanzug bereit. Alle Systeme bereit. Die sind super, die gefallen mir gut. Ich wusste, das war die richtige Idee zu nehmen. Ich habe vorher nachgefragt, jemand anders. Kampfanzüge einsatzbereit. Und mir wurden die nahegelegt, dass ich die doch nehmen soll. XV-22 Kampfanzug bereit. Die Feuerkaste dient mit Stolz. Alle Systeme bereit. So, der Dinosaurier, kommt mal hier hin, bitte. Ich brauche die mal alle in einem Umkreis, bitte. Kampfanzüge einsatzbereit. Die Besten so. Der Feuerkaste sind hier. Jetzt kann ich hier auch alles einnehmen. Reliquie ist ausgeschöpft. Was habe ich eigentlich für ein Ziel? Hauptquartier zerstören, ja. Kriegen wir hin. Müsste ja hier jetzt sein. Weil viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Schon wieder einen vergessen. Sagen Sie uns einfach, wo Sie uns brauchen. Hier ist das Hauptquartier. Dann machen wir noch mal ein bisschen Aua. So, was kann der denn jetzt? Bam! Ah, so viel Damage macht das gar nicht. Klont den ausgewählten Trupp. Na! Komm, die wollen auch nochmal. Die durften noch gar nicht. Wie geil ist denn, dass man da einen klonen kann? Der ist ja voll krank. Total krank. Komm gar nicht mehr rechtzeitig an. Ja, das haben wir wohl mal gewonnen, würde ich sagen. Sie haben das HQ ihres Gegners vernichtet. Sie haben die Agamar-Wüste zurückerobert. Verlierer sind die blutgierige Ork-Horde. Ausrüstung gewonnen für ein Killverhältnis von 3 zu 1. Okay, eine Eroberung, 5 Eroberungen, 15 Eroberungen für bla 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 bla. Ja. Okay. Ausrüstung gewonnen für eine Eroberung und den Feuerkrieger Leibgardist verdient. Yeah. Während Sie mehr und mehr Provinzen erobern, bekommen Sie immer mehr Ausrüstungsgegenstände für Ihren Kommandanten. Sie bekommen nie eine bestimmte Ausrüstung, sondern können eine aus einer Liste auswählen, die auf dem Bildschirm erscheint. Beachten Sie, dass Sie einige Ausrüstungsgegenstände benötigen, um andere und noch effektivere Ausrüstungen freizuschalten. Okay, das ist cool. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie sowas mir holen, ne? Verfügbare Auswahlen 2. Ein Tarnfeld, eine Schilddrohne, eine Angriffsdrohne, Flugmodule. Senkt den Schaden durch alle Angriffe, erhöht die Gesundheit. Habe ich gekauft? Ach cool, dann ändert sich auch das Outfit. Ah, das ist ja geil. Das ist ja super cool. Yeah. So, und verbessertes Sensorfeld. Raketenmagazin. Plasmabeschleuniger. Ersetzt die Standardpulskanone. Bam. Yes. Nice. Voll geil. Das heißt, hier ist jetzt das Ding drin und ich kann jetzt den Zug beenden, ne, Kommandant? Herzlichen Glückwunsch. Oh. Sie haben Ihre erste Provinz erobert. Für diesen Sieg werden Sie mehrfach belohnt. Unter anderem bekommen Sie einen Ausrüstungsgegenstand und den Bonus von dieser Provinz. Für jede Provinz auf dieser Karte gibt es einen speziellen Bonus.
Dieser Bonus wird in der rechten Leiste angezeigt, wenn Sie die Provinz auswählen. Einige Provinzen bieten Ihnen die Möglichkeit, eine spezielle Einheit für die Ehrengarde Ihres Kommandanten auszubilden. Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, begleiten diese Einheiten Ihren Kommandanten bei den ersten Schritten in dieser Schlacht. Sie können die Ausbildung dieser Einheiten oder Neuausbildung, sollten sie im Kampf zerstört worden sein, im Kommandantenbildschirm oder Angriffsbildschirm einleiten. In anderen Provinzen bekommen Sie besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, zweimal anzugreifen, wenn Sie das Ödland von Eres erobert haben. Okay, das macht, es erinnert mich stark an Risiko oder andere so Strategiespiele, finde ich gut. Dies ist die Provinz, die Sie gerade erobert haben. Beachten Sie, dass sie Ihre Farbe verändert hat und dass sich jetzt Ihre Armee hier befindet. Immer wenn Sie eine Provinz erobern, begibt sich Ihre Armee dorthin. Sie können nur einmal pro Runde angreifen oder sich bewegen. Danach ist Ihr Zug beendet. In der nächsten Runde können neue Provinzen erobert werden. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Zug beenden, damit die feindlichen Kriegsparteien agieren können. Okay. Das heißt, ich habe jetzt das und ich habe das. Weil wir fangen nur mit einem einzigen an. Sehe ich richtig, ne? Die hier haben zum Beispiel einen ganzen Batzen. Genau, zum Beispiel die Tau haben das hier alles. Neutrale Dinge gibt's gar nicht. Das heißt, im nächsten Zug kann ich nur das angreifen, das oder das. Oder das. Ah, das gibt's hier auch noch. Das hat nur auf, das hat aus 7. Das hat 5, das hat 6. Okay. Ja, ich kann ja jetzt da nichts mehr machen. Hier ist mein Kommandant. Ich habe leider keinen in der Ehrengarde. Also muss ich den Zug beenden. Jede der feindlichen Parteien ist jetzt nacheinander dran. Genau wie Sie haben diese ihre eigenen Festungen und Armeen. Einer nach dem anderen wird seine Armee bewegen oder angreifen und seine Provinzen verstärken. Passen Sie genau auf, wo sich Ihre Feinde befinden. Verbündete angrenzende Provinzen werden durch Armeen verstärkt, wenn sie angegriffen werden, und ihre Verteidigung wird mit zusätzlichen Trupps ausgebaut. Aha. Angriff! Das wird jemanden den Kopf kosten! Die greift da an, die haben es geschafft. Die sind da. Jetzt sind sie wieder am Zug. Sie werden bemerken, dass sie planetare Anforderungspunkte für die Provinzen bekommen haben, die sie kontrollieren. Jede Provinz produziert diese Punkte in jeder Runde. Sie können diese Anforderungspunkte einsetzen, um ihre Provinzen mit weiteren Trupps zu verstärken und um Ehrengarde-Einheiten auszubilden. Um eine Provinz zu verstärken, brauchen Sie lediglich mit der linken Maustaste auf die Provinz in Ihrem Besitz und dann auf die Schaltfläche Verstärken in der rechten Symbolleiste zu klicken. Oha. Das ist ganz schön. Verstärken, Anforderungspunkte. Das ist mein Hauptding. In diesem Bildschirm können Sie Truppen in einer Provinz stationieren. Diese Truppen werden bereitstehen, wenn Sie die Provinz vor feindlichen Angriffen verteidigen müssen. Das Stationieren von Truppen in einer Provinz kostet Sie Anforderungspunkte. Die verfügbaren Einheiten werden in der Leiste angezeigt. Später können Sie diese Truppen wieder zurückziehen, sofern die Provinz nicht mehr bedroht wird. Dadurch bekommen Sie die Hälfte der Anforderungspunkte zurück, die Sie ausgegeben hatten, um sie anzufordern. Seien Sie vorsichtig, denn all Ihre Ausgaben sind endgültig, sobald Sie die Änderungen auf diesem Bildschirm übernommen haben. Okay, da muss ich erstmal durchblicken.